Hallo, hier ist der Midnight Cinema 67. Heute stelle ich euch einen Horrorfilm aus meiner Sammlung vor, an dem kommt man nicht vorbei, wenn man sich halbwegs ernsthaft für das Filmgenre des Horrorfilms interessiert. Die Rede ist von The Evil Dead, Tanz der Teufel, von 1982 unter der Regie von Sam Raimi abgedreht. Wenn man dann inzwischen klug geworden ist und weiß, dass dieser Film nicht einfach zu drehen war für Raimi mit seinen Freunden und man auch mit wenig Geld dieses Projekt realisieren musste und unter widrigen Umständen drehen musste, wie kein fließend Wasser, keine Heizung und so weiter. Ja, aber selbst so viele Jahre und Jahrzehnte nach Erstveröffentlichung damals hat dieser Film von seinem ihm eigenen Charme nichts verloren. Er begeistert jung und alt und viele sind da so unterwegs wie ich und man kann da durchaus schon von einer gewissen Art Besessenheit von diesem Film sprechen, wenn man Tanz der Teufel Fan ist. Das Remake ist zwar ganz nett und man versucht auch unter mit Einbeziehung der Hauptdarsteller Bruce Campbell und anderer von damals dieses Remake zu supporten, aber an das Original von 1982 kommt der Film, das Remake von Tanz der Teufel, nicht ran. Ja, ich könnte hier noch minutenlang über den Film philosophieren und dass er einer der wirklichen Genreperlen des gesamten Horrorfilmgenres ist, der bis heute Maßstäbe setzt und so weiter, aber das wisst ihr auch alle selbst. Und die Leute, die zu meiner Generation gehören, wissen auch, wie froh man war, wenn man damals eine halbwegs akzeptable Kopie hatte von dem Film. Denn er war ja jahrelang, jahrzehntelang nicht nur indiziert, sondern auch beschlagnahmt von der deutschen Staatsanwaltschaft. Inzwischen wird er freigegeben oder wurde er freigegeben. Man bekommt ihn uncut mit einigen sehr guten Making-ofs und Interviews mit den Hauptdarstellern von damals für ca. 16, 15 Euro bei Mediamarkt, aber trotzdem. Dieser Film ist ein Meilenstein und hat viele andere Regisseure mit ihren Filmen, die sie dann auch gemacht haben, bis heute beeinflusst. Ihr seht hier jetzt den deutschen Trailer aus meiner CMV Astro Laservision Edition, dem Necronomicon. Hier seht ihr zum Beispiel, was drin ist. Ein Filmposter des französischen Plakats, das damals rausgebracht wurde. Sieht ganz nett aus, ne? Ja. Dann eine Kopie des Filmprogramms mit Angaben zum Filmstab. Und nochmal ein kleines Booklet, in dem auch die Laserdisc-Version des Films beworben wird. Ja, so viel dazu. Wer den Film noch nicht kennt und noch relativ neu ist im Horrorfilmgenre, holt ihn euch, es lohnt sich, ihr werdet es nicht bereuen. Die Teile 2 und 3 sind auch sehr sehenswert, aber schlagen im Gegensatz hier zu dem ersten Teil mehr die komödiantische, slapstickhafte Richtung ein. Doch hier der erste Tanz der Teufel. Der ist todernst gemeint und auch so abgedreht worden.
und kommt ohne lustigen Humor aus. Humor gibt es auch in diesem Film, doch der ist sehr sarkastisch und ironisch und boshaft. Ich kann diesen Film auch so viele Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung jedem Menschen, der auch nur halbwegs etwas für Horrorfilme und Ähnliches übrig hat, nur wärmstens empfehlen. Und nun viel Spaß mit dem deutschen Trailer. Ja, damals, ja. Gut, ich denke, das ist aussagekräftig genug. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bis demnächst mal wieder, euer Midnight Cinema 67. Und wem dieses kleine Review gefallen hat, Daumen nach oben lassen bei den Likes. Und ansonsten könnt ihr auch disliken. Damit komme ich klar.